Five Nights at Freddy's Into the Pit ist endlich da und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Spiel ist einfach eine 10 von 10 und einfach großartig gemacht. Nicht nur der Artstyle ist sehr gut, sondern auch die Jumpscares, Lore und alles, was dazugehört. Ich bin so gespannt auf dieses Spiel und ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf dieses Game. Denn wir werden versuchen, das Ganze zu 100% durchzuspielen, jedes Ending zu machen, alle Achievements zu holen und was alles natürlich auch mit dazugehört. Übersehe ich irgendwas, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare packen. Doch bevor wir jetzt anfangen, lasst dem Ganzen gerne ein Like da, wenn ihr genauso hyped seid auf dieses Spiel wie ich. Vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keinen Content mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Neues Spiel, let's go. Unser Erlebnis ist natürlich mit dem Schieberegler hier nochmal einzustellen. Da sehen wir Chica und da haben wir noch ein bisschen Freddy, ist okay. Wir lassen das so, wie es ist. Wir spielen das Ganze jetzt auf furchterregend. Es ist ein ausgewogenes Erlebnis und gruselig ist ein narratives Erlebnis. Werden wir aber in dem Stream nochmal extra spielen. Also vergesst auch nicht, da nochmal nachzuschauen und mir auf Twitch zu folgen. Let's go. Ich würde sagen, auf geht's. So, Prolog. Halte, um zu rennen. Okay. Spring Bonnie. Kann dir nicht mal einmal etwas Interessantes passieren? Er zeichnet die Characters. Okay. Oswald, es ist Zeit zu gehen. Freddy und Spring Bonnie. Warum zeichnet er die Charaktere aber eigentlich? Das war mal eine interessante Frage. Vielleicht wird das aber noch aufgeklärt. Kann ich dich irgendwo anders hin? Die Pizza war die ersten paar Male gut, aber ich würde gerne etwas Neues machen. Ach komm schon, Os. Jeffs kann doch nicht der schlechteste Ort sein, um abzuhängen. Es war jeden Tag, den ganzen Sommer über dasselbe. Ich gehe rein, hole Pizza, starre stundenlang auf die verschmierten Wände, gelben Wände und warte dann darauf, dass du mich abholst. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich bin fast froh, dass morgen die Schule wieder beginnt, damit ich diesen Ort nur noch am Wochenende sehen muss. Es tut mir leid, mein Junge. Mir ist klar, dass der einzige Ort für Spaß kein heruntergekommenes Pizzalokal für ein Kind sein sollte. Aber Jeff, das ist alles, was wir haben. Es ist das Einzige, was wir uns leisten können. Du weißt, dass das Geld knapp ist, seit das Werk geschlossen wurde. Sobald ich Vollzeit im Eckladen bin, wenn der Eckladen überhaupt so lange überlebt, alles in dieser Stadt ist tot oder am Sterben und es ist nicht abzusehen, was als nächstes schließt. Warum können wir nicht einfach in die nächste Stadt ziehen, wo alle anderen hingezogen sind? All meine Freunde sind jetzt dort. Es kann doch nicht so schwer für Oma sein, ein paar Kilometer zu reisen. Naja, solange ihre brüchigen Knochen nicht über Nacht heilen, ist ein Umzug undenkbar. Okay, wir fahren jetzt also zu Jeffs Pizza wahrscheinlich, denke ich jetzt mal. Können wir Oma nicht einfach in Luftpolsterfolie einpacken? Ha, wenn es doch nur so einfach wäre. Selbst mit der mächtigen Kraft von Luftpolsterfolie ist sie immer noch zu gebrechlich und das wird sich nicht ändern. Na, ich verstehe nicht. Als Kind hast du einfach keinen Bock da, die ganze Zeit in irgendeinem Pizzalokal abzuchillen, was halt total runtergekommen ist. Apropos Dinge, die sich nicht ändern. Ich wette, dass das Opossum immer noch an der Ecke bei der Ampel ist. Oh ja, lass uns wetten. Wenn das Vieh immer noch da ist, gebe ich dir $1 mehr für ein zusätzliches Stück Pizza bei Jeffs. Okay. Mal sehen, ob das Viech noch da ist. Wow. Okay, also es ist auf jeden Fall alles ziemlich runtergekommen und das sieht sehr, sehr eklig aus. Noch da? Noch tot. Naja. Totes Opossum. Sehr lecker. Es wird schon werden, Os. Naja, schlechter kann es ja nun nicht werden. Das ist die richtige Einstellung. Okay, Os hat auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Design. Aber wo fährt er jetzt hin? Zum Eckladen oder? Wie soll ich das jetzt sehen? Was für ein Papa bin ich, wenn ich ihn nicht glücklich machen kann, geschweige denn mir leisten kann, ihn ausschließlich mit Pizza zu ernähren? Es tut mir leid, dass es so gelaufen ist, Oswald. Jetzt stellt sich mir aber erstmal die Frage, ist Pizza nicht scheiße teuer? Also jetzt wirklich teuer? Ich meine, 10 Dollar so für eine Pizza ist schon ein bisschen sehr happig. Weiß ja jetzt nicht, was so ein Pizzastück dort kostet, aber na, wir werden es rausfinden. Schon wieder zu spät, Papa. Erinnerst du dich noch daran, als das der Treffpunkt war? Na klar, meine Eltern haben mich ständig hierher gebracht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich im Bällebad gespielt habe und eine Pilzinfektion bekommen habe. Ja, genau, ekelhaft. Einfach ekelhaft. Bah! Also mir wäre das Essen direkt vergangen. Wahrscheinlich ist es deshalb immer noch abgesperrt. Deshalb und, naja, du weißt schon. Ein geheimes Bällebad, oder? Okay.
Wir spielen das Ganze mit Maus und Tastatur, weil es gibt ein bisschen Probleme aktuell noch mit der Controllersteuerung. Du hast halt das Problem prinzipiell, dass man, wenn man mit Controller spielt, FPS-Drops hat. Das hat man natürlich jetzt hier nicht, weil mit Maus und Tastatur geht's, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ich hoffe, das wird demnächst noch gefixt. Ist so ein kleiner Makel, was nicht so dramatisch ist. Sie haben nicht mal die guten Geschmacksrichtungen da drin. Naja, warum auch? So, wir schauen uns auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen um. Auf jeden Fall ist das Ding hier wirklich hart runtergekommen. Und er heißt... Ach, er ist Jeffs. Alter, was ist mit ihm denn passiert? Du solltest gleich mal schlafen gehen, duschen gehen. Also duschen auf jeden Fall, weil deine Haare sehen ganz schön räudig aus. Möchtest du noch ein Stück Käsepizza und eine Orangenlimonade? Nicht jetzt, ich schaue mich nur um. Na dann, viel Spaß. Es gibt hier nicht viel zu sehen, außer Wollmäusen und Spinnweben. Ich glaube nicht, dass die beißen. Die Wollmäuse? Nein, die Wolfsspinnen. Jeff, die beißen auf jeden Fall. Oh, dann viel Glück. Jo, der ist auf jeden Fall, ja. Naja. Dass der Vater den da überhaupt abliefert, ist schon mal ein absolutes Wunder. Eine Werbung für den letzten Jahrmarkt vor 3 Jahren. Macht Jeff diesen Ort jemals sauber? Scheinbar nicht, so wie der selber aussieht, macht er sich nicht mehr selber sauber. Sau. Was haben wir hier? Gratis Nachfüllung, nur für Wasser. Ich wünschte, es wäre Orangenlimonade. Nein. Bitte nicht. Was haben wir hier? Was? Lass uns nie mehr über dieses ekelhafte Bällebad sprechen. Naja, doch, ihr könnt ja schon gerne mehr drüber sprechen. Ich will nämlich wissen, was da genau abgeht. Können wir hier hinter schon? Jo, können wir. Okay, was ist das denn? Ich habe Jeff das Ding noch nie benutzen sehen. Das erklärt die ganzen Flecken auf dem Boden. Was ein Räudiger. Macht der die Pizzeria überhaupt mal sauber? Ekelhaft. Okay. Hey, es existiert tatsächlich. Es sieht irgendwie eklig aus, aber ich frage mich, was Papa tun würde, wenn ich mich hier verstecke und eine Weile verschwinde. Vielleicht könnte ich ihm eine Lektion erteilen, damit er mich nicht den ganzen Tag an diesem gruseligen Ort alleine lässt. Wir schauen uns auf jeden Fall mal um. Ja, da waren die Wolfsspinnen. Also falls ihr eine Spinnenphobie habt, ist es auf jeden Fall sehr geil gewesen jetzt für euch. Und hoffentlich bekommen wir keine Bindehautentzündung. Ich glaube, das ist dein kleinstes Problem. Eine Bindehautentzündung ist dein kleinstes Problem. Oh. Lol, Freddy Fazbear's Pizza ist jetzt also Jeffs Pizza. Okay, was zum... Diese Charaktere sehen aus wie die, die ich zeichne. Mhm. Sehr witzig eigentlich. Papa sagt, dass wir später ins Kino gehen. Geil, was schaust du dir denn an? Ich weiß nicht, irgendwas mit so Typen, die Geister jagen. Ich kann mich nicht an den Titel erinnern. Oh, den habe ich letzte Woche gesehen. Pass auf, dass du nicht vollgeschleimt wirst. Okay. Wir versuchen natürlich hier mit allen zu reden, dass wir ein bisschen verstehen, was hier los ist. Dieser Laden ist der beste. Ich will hier für immer bleiben. Okay, dann bleiben wir hier für immer. Wir wollen nicht hier für immer bleiben, weil wir, glaube ich, aufgefressen werden oder sowas. Das Bällebad sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Okay, dann gucken wir mal. Es ist halt super laut, aber okay. Bonnie ist der Beste. Glaubst du, er nimmt Musikwünsche an? Na, war klar doch. Bonnie ist auf jeden Fall richtig am Dancen. Bonnie macht richtig Dance-Moves hier. Geil. Chica springt auch richtig cool rum. Und Freddy ist auch richtig im Beat drin. Ein brauner Bär, ein lila Hase und irgend so ein Vogelmädchen. Gruselig, aber alle scheinen sie zu mögen. Ja, wer mag die denn bitte nicht? So, was haben wir hier? Was erzählt ihr uns? Ich habe gehört, es gibt einen neuen Automaten in der Spielhalle. Den sollten wir abchecken. Ich wette, der ist geil. Ich wette, ich kann einen neuen Highscore aufstellen, bevor es irgendjemand anderes schafft. Das habe ich schon gemacht. Okay. 25 Cent für Süßigkeiten. Dafür könnte ich Süßigkeiten bis ans Ende meines Lebens essen. Mama würde das aber nicht mögen. Okay, naja, Süßigkeiten essen, so viel ist ja auch nicht gut. Ich brauche mehr Spielmarken. Ich glaube, ich habe meinen Bällebar verloren. Ich glaube, es sind so kleine Hinweise gerade, die wir bekommen für bestimmte Items. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Hey Mann, geile Klamotten. So eine Aufmachung habe ich ja noch nie gesehen. Danke. Ich mag dein Zukunft der Rückblende-Shirt. Das ist mein Lieblingsfilm von damals. Alt, wovon redest du? Der Film kam doch gerade erst vor 3 Wochen raus. Entspann dich, er macht nur Spaß. Ich bin Mike und das ist Chip. Wie ist dein Name, Kleiner? Ich bin Oswald. Oswald, wie der Zauberer? Der Zauberer? Von Oz, klar.
Oh, sicher, den habe ich einmal gesehen. Meine Eltern nennen mich Oz. Daher haben sie sicher den Namen, nehme ich an. Wie kommt's, dass ich dich hier vorher noch nie gesehen habe, Oz? Ich bin, Das ist eine gute Frage. Ha, du bist witzig. Es ist in Ordnung, der Neue in der Stadt zu sein, Oz. Das neue Werk bringt viele Neulinge wie dich in die Stadt. Neu? Warte. Jeff, ich glaube, mit meinem Papa stimmt etwas nicht. Was, aber... Okay, wait, woher weiß er, wie der Besitzer heißt? Jetzt wird's cringe. Chip, Alter, du machst den Neuling ganz nervös. Lass ihn doch ein bisschen Spaß haben, während er sich einlebt. Willst du Pizza Roller mit ins Spiel, Oz? Das klingt spaßig, aber ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Naja, wo würdest du denn sonst sein wollen? Auf jeden Fall nicht bei Spring Bonnie in den Arm? Komm schon, Mann. Ich will mit dir weiter über Filme reden. Abgemacht, folge uns zur Spielhalle. Kommen wir da jetzt rein? Brandneues Hittenwerk, mein Papa arbeitet dort, Mikes Papa auch. Wetten, dass dein Papa auch dort einen Job hat? Oh wait, kommen wir hier rein? Ne, die Tür ist verschlossen, okay. Wie sieht das eigentlich mit den anderen Türen aus? Sind die alle verschlossen? Ja, alle verschlossen. Okay, wir kommen also nirgendwo rein. Interessant. Haben wir hier noch was zum Reden? Ach, das ist auf jeden Fall Rules for Safety. Nicht rufen. Warum nicht rufen? Pizza, Pizza, Pizza. Okay, die haben auf jeden Fall alle hier ziemlich viel Spaß mit ihrer Pizza. Oh Mann, das ist eine verdammt gute Pizza. Okay, was haben wir hier? Ist das Kind da Macaroni und Ketchup Pizza? Ich bin ja für die Weiterentwicklung von Pizzageschmäckern, aber das ist eine Abscheulichkeit. Du hattest wohl noch nie Ananas-Pizza. Ananas auf Pizza? Oh, die Menschheit. Hey, also so schlecht ist Ananas auf Pizza jetzt und auch wieder nicht. Gerade wenn die kalt ist, schmeckt die dann übertrieben geil. Oder was meint ihr dazu? Glaubst du, Foxy wird bald zurück sein? Er fehlt mir. Wer weiß, wenn ich die 7 Weltmeere bereisen würde, würde ich nie zurückkommen. Aber was ist mit dem ganzen Meersalz auf der Haut? Bringt dich der bloße Gedanke daran nicht zum Jucken? Wer wäre nicht gerne ein salziger Seefuchs? Das stärkt den Charakter. Aber Foxy ist nicht da? Existiert? Also Foxy existiert hier ja schon. Man weiß ja, dass er da ist, aber... Lol. Er ist einfach nicht... Er ist einfach gar nicht da. Okay, das ist nur ein Partygutschein gewesen, ist nicht so schlimm. Brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Reservieren Sie unseren Partyraum für Ihre nächste private Veranstaltung. Für jede Reservierung gibt es einen offiziellen Freddy Fazbear Kuchen gratis dazu. Na, dann nehmen wir auf jeden Fall. Weil Freddy Fazbears Kuchen ist auf jeden Fall bestimmt der beste, den es gibt. Pizza Limonade, ich will mir gar nicht erst vorstellen, wie das schmeckt. Das ist schon sehr eklig. Pizza Limonade, kann man hier draufdrücken? Nein, man kann nicht an Freddy drücken, oder? Okay, nee. Scheinbar nicht. Na, dann gehen wir mal rein in die Spielhalle. Also ich vermute mal, dass die hier ist. Okay, wir quatschen jetzt mal mit Mike. Hast du schon mal Pizza Roller gespielt, Oz? Pizza Roller nicht, aber ich habe mal was Ähnliches gesehen. Das ist das neueste und beste Modell von Fazbears. Also überrascht es mich nicht. Wir haben hier echt die exklusivsten Sachen. Was ist Fazbears? Hä? Ein Kind, das Fazbears nicht kennt? Du bist ja ein Scherzkeks, Junge. Hier, schnapp dir einen Ball und wir zeigen dir, wie man spielt. Du trittst zuerst gegen mich an. Ich werde es dir nicht allzu schwer machen. Vielleicht. Okay, wir haben hier also 7 Bälle wahrscheinlich. Also ich meine, ist klar, dass das Bälle sein sollen. Und wir müssen die Ringe treffen da oben. 100, 50, 40, 30, 20, 10, 100. Okay, Chip erklärt uns natürlich jetzt erstmal, wie das Ganze hier funktioniert. Aber ich denke, wir sollten das easy hinbekommen. Okay, das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu erzielen, indem du die Bälle in Zielscheibenringe rollst, okay? Am Ende gibt es eine Rampe, die deinen Ball in die Luft ballert, also musst du die Geschwindigkeit entsprechend im Griff haben, okay? Schau mal her! Okay, er zeigt uns das jetzt. Angeber. Versuch's auch mal aus. Oh, wow. Wow, das war echt schlecht. Schade. Ich bin dran. Naja, okay, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir das hin. Wir müssen jetzt aber alles auf 100 drücken. Sonst haben wir wohl ein Problem. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir das gewinnen. Mike ist der beste Pizza-Roller-Spieler der Stadt. Er ist schon fast zu gut, wenn du mich fragst. Ja, versuch ja nicht gut zu sein. Ich saß bloß den ganzen Sommer hier fest. Ich versuche ja nicht gut zu sein. Sorry.
Ich saß bloß den ganzen Sommer hier fest, während meine Eltern arbeiten. Aber ich roste wieder ein, sobald wir alle wieder zur Schule gehen. Ah, okay. Easy peasy. Los geht's! Aber es ist ja jetzt irgendwie ein bisschen unfair, oder? Westbrook, was sonst? Westbrook ist die einzige Schule hier in der Nähe. Okay, also 210, ich glaube nicht, dass wir das jetzt gewinnen können, weil ich halt einfach schon einmal verschossen habe. Außer, mit dem letzten Ball bekommen wir das jetzt hin. Ich glaube, wir bekommen eine neue Lehrerin. Ich glaube, ihr Name ist Frau Michem. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Letzter Ball aus, mach einen guten Wurf. Okay, let's go. Ja, natürlich gewinnen wir das. Was denkt er, wer ist? Wow, mich hat jemand geschlagen. Das war ein toller Wurf aus. Okay, dankeschön. Wie wäre es stattdessen mit etwas Fang? Oh ja, das gibt uns die Möglichkeit, Ossi ein bisschen herumzuführen. Ich sage, klar. Geil, ich bin es zuerst. Macht euch bereit, loszulaufen. Können wir jetzt einfach wegrennen die ganze Zeit vor ihm und kann er uns dann grabben? Oder ist das jetzt so ein Ding, was wir so oder so verlieren? Kann ich hier unten lang? Ja, hier. Okay, raus da. Vielleicht kriegen wir es hin zu gewinnen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube es ja weniger. Oder? Ich weiß nicht. Er ist halt übelst schnell. Wieso ist er so schnell? What? Habe ich hier noch irgendwie eine andere Möglichkeit rauszukommen? Nein! Oh ja. Ich dachte, man kann da raus. Ich hab dich. Okay, cool. Ja, wir haben uns erwischen lassen. Uff, heute ist ja echt voll. Ich habe das Gefühl, ich konnte dich überhaupt nicht einholen, Chip. Ich glaube, du hast recht. Alle legen sich wohl nochmal so richtig ins Zeug, bevor die Schule losgeht. Wie wäre es stattdessen mit Verstecken spielen? Na, das ist ein Spiel, in dem ich gut bin. Abgemacht. Finde einen Ort zum Verstecken. Okay, dann schauen wir mal nach, ob wir irgendwo uns verstecken können. Okay, aber die Stimmen sind schon mal so ein bisschen creepy. So. Ist hier irgendwie ein... Kann man sich hier drin verstecken? Nein, 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 auch nicht. Okay, hier haben wir schon mal so. Man hat halt sehr viele Easter Eggs in dem Spiel jetzt auch, ne? Zum Beispiel die Foxy-Maske da, die ist ja nun nicht ohne Grund da. Wenn ihr euch dran erinnert, da gibt's ja den... Ich weiß nicht, ist es der Byte von 87? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Falls ich irgendwie falsch liegen sollte, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare packen. Aber da sieht man ja... Ich glaube, Michael Afton, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mit dieser Maske. Und ja, das sind halt, wie gesagt, das sind sehr, sehr viele Easter Eggs. Ich werde viel übersehen anfangs, aber es wird nicht so dramatisch sein, denke ich mal. Und hier haben wir Juni 1985. Und natürlich verstecken wir uns in einem Freddy-Suit. Wo auch sonst. Okay, hungry? Now? Okay, wir haben ein Messgerät wegen unserer Lautstärke. Okay, uff, ich hoffe, Mike hat das nicht gehört. Ich muss mich schnell verstecken. Okay, ich glaube, er wird ihn so easy finden. Und wir gehen nicht in Lüftungsschächte. Jedes Five Nights at Freddy's Spiel hat uns doch erzählt, dass wir nicht in Lüftungsschächte gehen sollen, oder? Schöner Versuch, aber ich kann dich hören, Chip. Okay. Er hat da immer so einen Gameboy in der Hand oder sowas, ne? Egal, hast du Ost schon gefunden? Noch nicht, er ist leise im Gegensatz zu dir. Naja, vielleicht finde ich ihn ja zuerst. Okay, na dann geht mal los und sucht mich mal, weil ihr werdet mich oder so nicht finden. Die werden mich nie finden. Jo. Also, okay. Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Oh oh. Oh, das sieht so geil aus, ne? Es sieht einfach so geil aus. Spring Bonnie komplett und... Der ist komplett unter Strom. Aber komplett. Es ist so gut gemacht. Okay. Was zum Geier war denn das für ein Ding? Gut, dass es mich nicht gesehen hat. Ich sollte wohl nicht hier hinten sein. Definitiv nicht. Okay. Was geht ab? Was passiert jetzt? Okay, es schreien auf jeden Fall Menschen, die rennen nur umher und hol die Kinder. Wow. Hallo? Hallo? Jemand da? Chip? Mike? Verdammt, es ist sinnlos zu rufen, so viele Leute schreien.
Wo sind sie? Vielleicht wissen sie, was hier los ist. Ja, wir gehen mal gucken, was hier los ist. Aber ich würde gerne mal wissen, ob wir hier irgendwie in eine andere Tür noch reinkommen. Da ist etwas im Weg, okay. Hier geht sich auch nicht. Also hier kommen wir nicht durch. Und dann gehen wir durch die Spielhalle. Können wir jetzt hier durch? Bewegt sich auch nicht. Also heißt es, bis nach ganz hinten laufen, ja. Party! Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass sie hier gerade Party machen. Okay. Okay, wir schauen mal, was da los ist. Vielleicht finden wir ja irgendjemanden, der uns das erzählen will. Aber ich glaube so eher weniger. Die rennen ja alle um ihr Leben hier. Was ist hier? Oh. Okay. Ach, ist er mitkommen? Ja. Was willst du denn mit mir machen? Pizza essen? Ich kann auch eine Cola zusammen trinken. Oder Orangenlimonade. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Fordert es mich auf, ihm zu folgen? Vielleicht hat es Chip und Mike. Okay. Folge der Kreatur. Naja, ich glaube nicht, dass es das Sinnvollste ist, ihm jetzt zu folgen. Aber okay. Oh, guck mal, da ist Freddy als Basketballer. Hier haben wir auch nochmal Chica, Bonnie und Spring Bonnie. Und einen Kuchen. Aber kann ich jetzt auch woanders reinschauen? Ich glaube sehr weniger, oder? Hier sollte. Nee, ich glaube nicht, dass. Ah, er sagt es ja auch selber, wir müssen dem Ding folgen. Das Ding ist jetzt. Was passiert jetzt? Was? Okay. Was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht drauf gedrückt hätte? Aber oh, wow, das ist natürlich jetzt doof. Das will ich jetzt eigentlich wissen. Das will ich jetzt schon irgendwie wissen. Okay. Nimm mal deine ekeligen Füße da weg. Weg da. Go for it. Go. Weil wir probieren das jetzt aus. Wir wissen, was passiert. Okay, wir haben jetzt für den Jumpscare abbekommen. Ich finde die Jumpscares hier drin aber sehr, sehr gut. Ich will jetzt. Vielleicht ist es ein Ending, ich weiß es nicht. Ja, wir schauen einfach mal. Ja, genau. Lass erstmal die ganzen Pakete umfallen, damit ich auch drunter begraben werde. Okay, let's go. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Wir wollen ja alles mitnehmen. Ist ja auch wichtig, ne? Nee, du gehst einfach nur Game Over, okay. Also da passiert nichts anderes außer ein Game Over. Das ist also jetzt nicht so dramatisch. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, dass man da vielleicht schon ein Ending bekommt oder sowas. Aber nö. Bekommt man natürlich nicht. Ganz toll. Naja, egal. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall, dass das kein Ending ist, sondern einfach nur ein Tod. Hätte ja sein können. Wer liegt da eigentlich? Da liegen voll viele Kinder, ne? Oz ist auf jeden Fall komplett on fire. Er weiß gar nicht, was los ist, der Arme. Oh, guck mal. Da haben wir wieder Bonnie. Ich finde das so cool, ne? Was sie halt alles gemacht haben. Da waren, by the way, die Pappteller auch. Ich weiß gar nicht, die haben ja auch einen extra Namen oder sowas, ne? Also, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Okay, wir warten aber, bis er jetzt weg ist. Aber er hat so ein cooles Design. Das haben die echt gut hinbekommen. Sehr, sehr geil. Er geht da rein, okay. Ist es weg? Ich muss hier raus. Ich hoffe, Chip und Mike geht's gut. Okay, dann wollen wir mal schnell entkommen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich durchs Bällebad wieder zurück, oder? Entkomme, weil es gibt ja wahrscheinlich eh keinen anderen Weg. Freddy Fazbear's Pizza. Okay, auch die drehen ein bisschen durch. Da stimmt irgendwas nicht. Man sieht es an Chicas Augen und an Freddys Augen und an den Augen von Bonnie. Wenn ihr da jetzt genau hinguckt, bei Bonnie, da könnt ihr Veteran Bonnie sehen, by the way. Ist auch sehr cool. Wenn die Details halt sehr nice. Feier das schon sehr, was sie hier gemacht haben. Es ist halt wieder mal voller Easter Eggs, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Oh, hi. Da ist er ja. Hey, Jeff sieht so runtergekommen aus. Oswald, was hast du dir dabei gedacht, dich in diesem ekligen alten Ding zu verstecken? Hast du mich nicht rufen gehört? Nö. Oh, wow. Er entführt einfach unseren Vater, ja? Was ist... Aber wartet mal, wir wollen ja wissen, was passiert. Okay, es ist also relativ, ja? Okay.
Papa, geht's dir gut? Wait, hat Spring Bonnie ihn jetzt übernommen? What? Okay, das ist cringe. Schlaf gut, Jungs. Wartet, Jeff, ich glaube, mit meinem Papa stimmt etwas nicht. Ja, den Spruch haben wir ja vorhin schon mal gehört. Sieht so ein bisschen danach aus, als ob da jemand mehr weiß. Er sieht ganz normal für mich aus. Der Staub hat aber den Kopf verdreht, Junge. Geh nach Hause und entspann dich. Warte. Okay, nein. Ja, Papa will uns auf jeden Fall nicht hier zurücklassen, hat gar keinen Bock drauf. Interessant. Oswalds Haus. Nacht 1. Ich habe überlegt, dass wir das so machen, dass wir jede Nacht einzeln spielen. Also, dass ich jetzt die Nacht komplett mache und dann in der nächsten Folge dann halt natürlich Nacht 2, dann wie es halt immer so weitergeht. Was hast du mit meinem Vater gemacht? Wo bringst du mich hin? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Woher weißt du, wie man fährt? Spring Bonnie ist so geil. Aber woher weiß er wirklich, wie man fährt? Das ist ja schon irgendwie komisch. Mein Haus, woher weißt du, wo ich wohne? Naja, ich vermute mal, dass er das weiß, weil er die Erinnerung von seinem Vater hat. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er das halt deswegen weiß. Und vielleicht weiß er auch deswegen, wie mein Auto fährt. Er redet auf jeden Fall nicht, er redet Robotnik. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was wir hören wollen. Ich gehe jetzt einfach in mein Zimmer und schlafe, okay? Ja, genau, wir gehen einfach in unser Zimmer schlafen und machen einfach nichts. Was geht ab? Was soll ich machen? Oh, ich rufe Mama an. Sie weiß sicher, was zu tun ist. Papa lässt sein Handy immer zu Hause. Ich wette, es ist in seinem Zimmer. Ja, nur dass Papa halt mit da ist, ne? Und Papa hat mir diese Lavalampe von einem Flohmarkt geschenkt. Ziemlich retro, aber ich finde sie cool. Ja, das ist auf jeden Fall. Lavalampen sind schon geil. Sind halt so, die haben irgendwas Entspanntes an sich, glaube ich, so. Weiß auch nicht. Ich habe wichtigere Dinge jetzt zu tun, als Hausaufgaben. Naja, Hausaufgaben sollst du ja so allgemein jetzt nicht machen. Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Wir müssen auf jeden Fall Mama anrufen. Hier können wir uns verstecken. Okay, dann wollen wir mal schauen. Können wir uns vorher schon im Haus umschauen? Ich weiß es gar nicht. Mama bewahrt hier ihre medizinischen Kittel auf. Sie hat eine Batterie hier gelassen. Okay, wir haben auch ein Inventar. Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen, wo wir mehrere Dinge drin haben. Wir haben da einmal... Nee, das sind nicht die Toys, oder? Die Toy Bonnie und Freddy und so. Die sind auf jeden Fall süß gezeichnet, finde ich. Wir haben einmal hier auch noch unsere wunderschöne Karte, unser Haus, Dachboden, unser Zimmer, Elternschlafzimmer, Flur 1, Flur 2, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Keller. Das Logbuch, da ist natürlich alles aufgelistet, das ist klar. Wir müssen jetzt Mama anrufen, das ist nämlich unsere Quest. Und wir haben da erstmal Oswald, dann Chip und Mike. Und da ist, ich weiß nicht, ist es jetzt Bonnie oder Spring Bonnie? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Weil wir werden ja die ganze Zeit von Spring Bonnie gehuntet und warum ist da ein Opossum? Hier ist ein Bällebad, das ist klar. Okay, dann schauen wir mal. Wir gucken uns mal ein bisschen um, weil wie gesagt, ich will auf jeden Fall nichts übersehen und würde gerne alles mitnehmen. Was haben wir hier? Staubige alte Kisten sind schon sehr lange hier unten, solange ich mich erinnern kann. Okay. Oh, guck mal, da oben ist die Katze. Oh, eine Batterie könnte nützlich sein. Es gibt, by the way, einen, naja, Erfolg, der heißt Jinx dir ein. Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd ins Deutsche übersetzt, weil Jinx dir ein ist, ja, ich weiß nicht, ob man das so übersetzen sollte oder wollte oder musste. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr weird. So, wir haben hier, sieht aus, als würde es Lärm machen. Okay. Oh, direkt Mamas Nummer gefunden. Okay. 555-5683. Naja, dieses 83 sollte auch klar sein, warum das immer mal mit da drin ist, beziehungsweise warum die Nummern da so mit drin sind. Das feine Geschirr, das ja nur an Feiertagen benutzen. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Versteckmöglichkeit auf jeden Fall. Hier bewahren wir unsere Brettspiele für den Spieleabend auf. Früher sind wir ausgegangen, aber jetzt spielen wir nur noch Brettspiele, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Und kein Geld mehr haben. Okay, das Jahr ist immer noch dasselbe. Danke, Kalender. Ja, okay, das sieht halt so aus, dass es viel Lärm machen würde. Wir gehen auch mal in die Wohnstube. Beziehungsweise ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Ja, das macht auf jeden Fall viel Lärm. Wir haben hier dieses Bild gemacht, bevor das Werk vor 3 Jahren geschlossen wurde.
Ich sehe jetzt auch nichts irgendwie, was Easter Egg-technisch was Wichtiges sein könnte, was wir uns unbedingt anschauen sollten. Ist jetzt nichts da. Okay. Wenn man Spiegel, können wir da reingucken? Natürlich nicht. Aber ansonsten sieht alles recht normal aus. Wir haben da oben eine Uhr, die uns jetzt aber, glaube ich, ja weniger interessiert. Und hier ist Kinderlachen. Das ist natürlich sehr geil. Wir lieben Kinderlachen. So viele Zahlen. Das muss ein Telefonbuch sein. Ja, sehr schön. Das heißt, da werden wir bestimmt später nochmal ran müssen. Okay, hier sind auch überall Spinnen. Mama hat mich darauf immer in den Schlaf gewiegt, als ich ein Baby war. Okay, hier haben wir eine Leiter. Was haben wir hier? Nichts? Doch. Sieht so aus, als ob eine Batterie drin vergessen wurde. Ich nehme sie einfach mit. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Puppe. Ich weiß auch leider nicht genau, was jetzt alles vorkommt in dem Spiel. Aber es wird auf jeden Fall die Hauptanimatronics beinhalten. Das weiß ich schon mal. Und ich hoffe, wir werden ein paar richtig, richtig coole Endings sehen. Und werden mal schauen, dass ich die vielleicht alle dann auch mal extra zusammenschneide. Okay, Stringbunny liegt auf dem Bett und chillt seine Eierstöckchen. Auch nicht so schlecht. Ich habe Papas Handy auf dem Nachttisch gesehen. Hä, wo hat denn der das gesehen? Wo hat denn der das Telefon gesehen? War das rechts? Oh, na klar. Und dann ist auch noch genau... Ja, okay. Geh rein da, geh rein da. Okay. Ich hoffe nicht, dass er uns jetzt findet. Aber wir brauchen erstmal jetzt das Telefon. Ich habe es halt jetzt nicht genau gesehen. Ich habe halt nicht genau hingeschaut, aber wir werden... What the hell? Was war das? Hat er gerade geraged, weil er uns nicht gefunden hat? Oder was war da los? Ein paar Bilder meiner Familie. Mama und Papa an Halloween, Oma, die mich als Baby hält. Ach, da liegt es. Ach so. Wie war das jetzt? 5, 5, 5, 5, 6, 8 und Nummer 3 anrufen. Oh. Rückgängig machen. Das war jetzt... Wow, wait, wir müssen nochmal zurückgehen, wir müssen nochmal ganz kurz auf die Telefonnummer schauen. 555-5683 habe ich doch gerade eingegeben. 555-5683. Okay. 555-5683. Ich kann nicht anrufen. Ach doch, wow, ich musste Enter drücken. Wow, schlau. Hallo? Mama, es ist ein Notfall. Was ist passiert? Es ist, Papa, es irgendwie stimmt etwas nicht. Okay, ich bin gleich da. Oh, wow. Ja, er jumpscared uns einfach durchs Telefon. Ganz, ganz cool. Macht man so seit neuestem. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder kurz warten, bis er weg ist. Aber er kommt halt instant angejumpt, ne? Der ist ja richtig schnell. Also ich glaube, der könnte wirkliches Problem werden. Der könnte ein wirkliches Problem werden. Okay. Ich finde diese leuchtend blauen Augen so verdammt cool. Aber was erzählt der da die ganze Zeit? Ich verstehe ihn halt kaum. Es wäre interessant zu wissen, was er da sagt. Trifft Mama ist das nächste Ziel. Für uns, mal sehen. Wir können uns noch nicht bewegen. Das muss Mama sein. Okay. Wo soll Mama denn sein? Wo ist sie? Who is my mother? Okay, wahrscheinlich in der... Oh, wow. Einfach auf die Kusche gefallen. Wahrscheinlich in der Wohnstube. Okay. Vielleicht ist Bonnie auch dort. Also Spring Bonnie. Wäre cool. Hallo, Mama. Mama. Hi. Mama, Papa wurde entführt und ersetzt durch... Wow, und da kommt Papa... Entführt, ersetzt. Ist es irgendein Scherz, Oswald? Papa sieht gut aus. Was soll denn sein, einen Notfall vorzustäuschen, während ich auf der Arbeit bin? Ah, aber kannst du es nicht sehen? Ich sehe, dass es Papa fein geht. Jetzt stellt sich mir aber eine einzige Frage. Warum steht da fein und warum ist fein anders geschrieben?
Also ihr seht das ja, es ist ja halt einfach mit einer anderen Schriftart geschrieben. So halbwegs, also zumindest sieht es ein bisschen danach aus. Naja, egal. Falls dir das irgendwie wichtig sein sollte, wir wissen irgendwann auch Bescheid, was da los ist. Hoffentlich. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber geh in dein Zimmer und beruhige dich. Ich muss jetzt zurück ins Krankenhaus. Es ist also Krankenschwester, aber... Naja, dann hängt wohl alles an mir, wie es aussieht. Papa muss im Bällebad feststecken. Ich muss zurück zu Jeffs. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Finde einen Ausweg. Dass wir zurück zu Jeffs kommen. Kommt er denn eigentlich... Also wir hören ihn ja. Wir hören ja, wo er langläuft. Aber kommt er einfach bei mir ins Zimmer? Guck mal, da ist Godzilla. Das ist auch cool. Und hier sind halt überall so Bilder von Bonnie, von Chica, von Freddy. Okay, interessant. Mhm. Haben wir denn irgendwo eine Möglichkeit rauszukommen? Wir gehen mal hier rein, weil ich habe, glaube ich, hier hinten das Fenster gesehen gehabt. Ah, das ist zu hoch, ne? Eine Leiter. Ja, oben auf dem Dachboden war eine Leiter, ne? War doch da. Aber damit bist du doch übertrieben laut, oder? Okay. Er kommt jetzt aber nicht hierher, oder? Ne, er geht in ein anderes Zimmer. Interessant. Okay. Wir müssen erstmal einen Ausweg finden. Oh, das ist ja cool. Man sieht also, von wo er kommt, weil die Tür wackelt. Okay, das ist natürlich... Das macht es ein bisschen einfacher, ihm ein bisschen zu dodgen und aus dem Weg zu gehen. Okay. Bonnie, beziehungsweise Spring Bonnie, geh mal weg. Hallo, hör auf, um meinen Tisch herumzulaufen. Hier gibt's nichts zu essen für dich. Oh, man hört richtig dieses schwere Atmen einer gefühlten Leiche. Das ist richtig eklig. Beziehungsweise eines fast Toten. Okay, kommen wir hier auch einfach vorne raus? Ach ja, na klar, wir können auch einfach zur Haustür rauslaufen. Okay, cool, wieso nicht? Dann gehen wir mal zum Bällebad. Ah, wir haben hier also auch sowas wie... Ah, lol. Das ist natürlich geil. Dass man so auswählen kann, wo man hingehen kann. Das Geräuschmessgerät zeigt... Das Geräuschmessgerät, what? Also Deutsch ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Ist aber relativ... Hi Jeff! Alter... runtergekommener Dude. Du bist noch ziemlich spät hier, Junge. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Ja, Papa hat das Abendessen verbrannt. Also Notfallpizza. Was hat er gemacht? Rahmnudeln. Welche, die in der Mikrowelle zubereitet werden? Jo. Okay, ist mir auch schon oft passiert. Wenn man einmal vergisst, Wasser dazu zu geben, verfolgt einen der Geruch für immer. Okay. Es ist also... interessant. Er hat also die Pizza... Also er will es einfach so, er hat gesagt, er braucht eine Pizza. Weil Fadi das Essen verbrannt hat. Naja, vielleicht ist der Vater auch einfach kein guter Koch, man weiß es ja nicht. So, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, ob wir unseren Daddy wiederfinden. Vielleicht finden wir ihn, vielleicht finden wir ihn nicht. Okay, jetzt muss ich erstmal Papa finden. Was? Ist das ein Kind, das weint? Vielleicht braucht es Hilfe. Okay, also diese ganzen Dinger hier, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal, dass wir die für die Arcades brauchen. Okay, Freddy, Bonnie sind weg. Warte mal, wo sind die drei hingegangen? Ja, ist natürlich klar, ne? Wir haben hier einmal... Ein Sicherungskasten? Papa hat mir mal gezeigt, wie das ganze Ding funktioniert. Oh, guckt mal da. Oh, was ist das? Das ist Portemonnaie gehört Papa. Er muss ja irgendwo sein. Ah, wir haben Papas Portemonnaie gefunden und eine Spielmarke. Aber können wir das Portemonnaie jetzt... Oh, lol, das... Okay. Wir haben hier ein Bild von Oswald und seinem Vater. Also der Retroladen in unserer Stadt... Als der Retroladen in unserer Stadt einen neuen... Mecha-Zentrelix-Roboter reinbekam, hat Papa versprochen, mich mitzunehmen, um ihn zu sehen. Ich wollte unbedingt einen haben, aber Papa hatte kein Geld. Ein paar Wochen später hat ihn jemand anderes gekauft und ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Wie sich herausstellte, war Papa derjenige, der ihn gekauft hatte. Er hatte wochenlang jeden Tag Überstunden gemacht, nur um mich zu überraschen. Ich habe mich sehr gefreut. Okay, wir können also bestimmte Dinge inspizieren. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass man da auch so ein bisschen Story mit erfährt. Der Vater hat halt einfach...
Ja, sagen wir es mal so, er macht halt viel für Osbert, dass er halt auch einfach eine glückliche Kindheit hat. Was prinzipiell ja ziemlich okay ist, denke ich mal, weil es sollte halt einfach auch so sein. Und wow, der ist einfach in einem Springlock. Was ist denn da los? Okay, dann wollen wir mal gucken. Können wir dich hier irgendwie rausholen? Hilf mir, ich komme nicht raus. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Etwas hat mich gepackt und reingesteckt. Es fühlt sich an, als ob der Anzug zuschnappen würde. Ich denke, ich kann die Schrauben mit einem Schraubendreher lösen. Ich gehe los und suche ein. Ja genau, lass ihn erstmal noch eine Stunde alleine. So, diese Tür ist auch verschlossen. Okay. Aber ist Spring Bonnie jetzt hier auch unterwegs? Oder wie ist das jetzt? Okay. Ein Gutschein für Foxys Piratenparty. Okay, wir brauchen jetzt aber keine Piratenparty. Soll ich einfach gehen? Oh. Ach so, wir können einfach gehen? Oh. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Oh. Oh, lol. Ja, das war dann Ending Nummer 1. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bad Ending. Definitiv ein Bad Ending. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Tür ist verschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Ist zugeschraubt. Okay. Gutschein für Foxys. Ah, jetzt können wir da. Okay. Ah, dafür gibt es auch einen Erfolg. Interessant. Wenn er die Nase anpackt. Oh, wow. Wie oft ich auf die Gusche falle, ist halt schon nicht mehr normal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Finde etwas, um das Kind herauszuholen. Haben wir hier irgendwas? Die Tür. Es sind ja alle Türen verschlossen. Okay. Müssen wir jetzt wieder zurück zu Jeffs? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber ich weiß es nicht genau, ne? Naja, wir schauen einfach mal. Ah, dieser Ort ist so creepy. Okay, dann müssen wir mal gucken. So, gehen wir einmal hier rein. Ihr könnt, by the way, mir auch mal sagen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mal alle Achievements einzeln mache und das halt einfach in ein komplettes Video packe und das einfach nur hochlade und erkläre, was ihr machen müsst. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine ganz coole Idee, das zu machen. Aber, wow, wie oft ich hinfalle, ist halt einfach nicht normal. Wir gehen aber jetzt nochmal zurück, weil ich will was wissen. Ich glaube nämlich, dass wir an der Tür noch was machen können. Bei den Animatronics. Aber ich weiß halt nicht genau, ob es jetzt nun hundertprozentig stimmt oder nicht. Okay, das sind überall halt Springlocks und sowas. Es ist abgeschlossen. Ich wette, der Schraubenzieher ist da drin. Wenn das dasselbe Pizza-Restaurant ist, frage ich mich, ob Jeff den Schlüssel dafür hat. Okay, dafür müssen wir jetzt also erstmal den Schlüssel finden. Zerlegt sehen sie noch gruseliger aus, als wäre dieses Regal eine Trophäenausstellung von irgendeinem Jäger. Ja, stimmt irgendwie, ne? Ich meine, es ist halt super creepy. Wow. Naja, okay, wir gehen erstmal gucken, ob wir den Dings finden. Den Schlüssel. Ich weiß halt nicht, vielleicht müssen wir irgendwas für Jeff machen. Glaube ich zumindest, weil es ist ja hier viel mit Quests. Deswegen denke ich mal, dass wir irgendwas für ihn erledigen müssen, bevor wir das bekommen. Weil, macht ja Sinn. So, wo ist der? Der sitzt immer noch vorne am Empfang und macht halt gar nichts, ne? Der Typ ist halt auch komplett... Boah, guckt euch den einfach mal an. Jeff, hast du einen Kellerschlüssel? Zuerst das Bällebad, jetzt der Keller. Hast du Langeweile oder was? Ja, ich habe einfach Lust, mal ein bisschen mich umzusehen. Nun, lass uns einen Deal machen. Nur zwischen dir und mir. Ich bezahle dich für die Müllabfuhr und habe vergessen, einen Sack ins Werk zu erbringen und zu entsorgen. Ich bringe den Müll... bring den Müll da drüben raus und ich gebe dir den Schlüssel, wenn du zurückkommst. Oh, nimm diese Taschenlampe mit. Es wird ziemlich dunkel da draußen. Danke, aber die Batterien sind ziemlich leer. Suche Müll, wenn dir der Saft ausgeht. Da drinnen gibt es wahrscheinlich allerlei interessante Dinge. Bah. Okay, ja, wir müssen... Ich möchte die Taschenlampe nicht einschalten. Ich möchte die... Achso, wir müssen das machen, weil es ist halt sowas wie ein Tutorial. Okay. Es gibt nämlich einen Erfolg dafür, dass er das Spiel ohne Taschenlampe durchspielt. Und den würde ich natürlich sehr gerne direkt mitmachen. Hm. Wo ist denn das Werk jetzt? Das war das hier, ne? Da müssen wir jetzt hin.
Okay, dann gehen wir mal dahin. Nacht 1, das Werk. Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant werden, alles hier. Was haben wir hier? Erstmal schmeißen wir den Müllsack natürlich hier rein. Was können wir hier mitnehmen? Puzzle-Matrix, okay. Was haben wir hier? Rattenfalle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Müll hier seit der Schließung des Werks liegt. Ja, ist schon ziemlich eklig, aber okay. Okay, dann haben wir das jetzt weggebracht. Da war jetzt auch nicht wirklich was weiter, denke ich mal. Ich hoffe es zumindest, also falls ich was übersehe, müssen wir da nochmal hin. Aber ich glaube es, wie gesagt, eher weniger. Aber Jeff's Pizza, das ist halt, naja, nicht so ein geiles, so ein geiler Name, oder? Alles erledigt. Danke, Junge. Hast meinen schmerzenden Rücken einen Gefallen getan. Hier ist der Schlüssel, wie versprochen. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Können wir das inspizieren, das Ding? Nee, wir können nicht inspizieren. Das können wir nochmal machen. Okay, gut. Das haben wir ja vorhin schon gemacht, das ist jetzt nicht so dramatisch. Also gehen wir jetzt... Gehen wir jetzt in die Vergangenheit und tun da den Schlüssel benutzen oder benutzen wir den jetzt erstmal hier, um den Schraubenzieher zu holen? Oder Schraubendreher, das heißt ja nicht Zieher, das heißt ja Schraubendreher. Das haben sie wenigstens auf Deutsch ordentlich übersetzt. Achso, auf 3 muss ich drücken, dann drücke ich mal. Und dann machen wir mal die Höhle auf. Es ist natürlich hier wieder dunkel wie in einem... Ja, ich sage aber nichts, ne? Okay, hier scheint jetzt nichts großartig zu sein. Aber hier ist wirklich nichts, ne? Okay, das heißt also, wir müssen durchs Bällebad zurück nach 85 und müssen das dann dort machen und den Schraubenzieher holen und das Kind befreien. Ist das aber jetzt eines der Kinder, die dort in den Animatronics gefangen sind? Das wäre halt interessant zu wissen, ne? Naja, wir werden es auf jeden Fall rausfinden, denke ich mal. So, was haben wir jetzt hier? Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht. Schmeißt er den Schlüssel dann eigentlich von alleine weg, wenn er ihn nicht mehr braucht? Oh. Ist natürlich jetzt nicht. Oh nein. Das war jetzt, glaube ich, aber nicht das Intelligenteste, was ich machen könnte. Spielmarkeneinwurf, okay. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Kind befreien gehen. Und dass wir schauen, wo der Vater ist. Wo soll der aber her? Wo soll der denn sein? Ich glaube nicht, dass der Vater da immer noch drin steckt, weil irgendwie ist es ja schon komisch. Er ist ja der Einzige, der das so sieht, ne? Holen wir den Jungen erstmal da raus, oder das Mädchen, ich weiß nicht, wer das ist. Oder was es ist. Junge oder Mädchen? Nee, ist ein weinendes Kind. Puh, danke, ich dachte schon, ich wäre hier drinnen für immer gefangen. In einem Moment habe ich noch mit meinen Freunden gesprochen und dann... Okay, oh, das klingt nach ihm. Er könnte in Gefahr sein. Komm schon, gemeinsam finden wir ihn. Wen willst du denn finden? Vergiss es, lass uns abhauen. Warte, ich suche nach meinem Vater. Du hast nicht zufällig einen großen Mann mit einem blauen Hemd gesehen, oder? Du meinst einen Erwachsenen? Nein, nein, habe ich nicht. Hör zu, Mann, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber... Okay. Er hat uns auf jeden Fall gesehen. Oh, wow. Ey, wie schnell musst du denn da drücken? Das ist ja absolut krass. Okay, wir sollen abhauen. Ja, wir wissen das ja schon. Wir rennen jetzt aber erstmal weg vor Bonnie, beziehungsweise Spring Bonnie. Und ich drücke direkt auf die Taste, ja, beziehungsweise tue meine Hand direkt auf die Taste. Flashlight. Ja, der huntet uns einfach komplett tot, ne? Aber der kommt nicht mit durch das... Er kommt ja nicht mit durch dieses Wellebad, ne? Ich hatte nicht viel Zeit, nach Papa zu suchen, aber ich musste mir zuerst einen besseren Plan ausdenken. Es tut mir leid, Papa. Pass auf dich auf, bis ich zurückkomme. Okay, gehe nach Hause. Na, dann wollen wir nach Hause gehen. Vielleicht können wir jetzt endlich mal ins Bettchen gehen. Tag Nummer 2. Und den Tag Nummer 2, wie ich das vorhin ja schon erwähnt habe... Okay, jetzt hat er wahrscheinlich gerade Albträume. Das ist natürlich total creepy, dass dieser Hase die ganze Zeit neben ihm sitzt, ne? Er sieht ihn halt, glaube ich, nur... Er ist, glaube ich, der Einzige, der ihn sieht. Er ist der Einzige, der ihn sieht. Okay, Freunde. Wir
machen das natürlich so. Tag Nummer 2 werden wir in der nächsten Folge spielen. Und bis dahin wird natürlich nicht sehr viel Zeit vergehen. Ich versuche das alles hier so schnell wie möglich jetzt hochzuladen und alles so schnell wie möglich zu spielen. Und dass das alles grenzenlos funktioniert. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und wir hören uns später. Bye, bye.